Hallihallo und herzlich willkommen bei Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du dabei bist. Zuallererst wünsche ich dir erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass du gut in das neue Jahr gekommen bist und auf ein voller Vorfreude auf das Jahr 2018 blickst. Heute geht es angeknüpft an die letzte Folge zum Thema Neujahrsvorsätze und was dein Mindset damit zu tun hat und wie dein Mindset vor allem dir dabei helfen kann, deine Neujahrsvorsätze zu erreichen. Und heute geht es nochmal ums Growth Mindset. Also wir hatten beim letzten Mal über das Fixed Mindset und über das Growth Mindset gesprochen. Also einmal das Fixed, was super starr ist und wo du immer denkst, dass deine Talente angeboren sind und du kannst eh nicht mehr erreichen als das, was dir gegeben ist. Und das Growth Mindset, das Wachstumsorientierte, welches immer daran glaubt, dass du mehr erreichen kannst, wenn du nur ein bisschen Arbeit reinsteckst. Und die Frage hat mich erreicht, eigentlich nach noch mehr Tipps, wie du dich mehr hin zu einem Growth Mindset als zu einem Fixed Mindset entwickeln kannst und ob ich noch irgendwelche Tipps habe, wie man das im Alltag genauer umsetzen kann. Und da habe ich mir nochmal drei überlegt, die, glaube ich, super gut sind, auch für jeden Einzelnen im Alltag. Und hoffe, dass sie dir was bringen. Ich starte mal. Also, drei weitere Tipps für ein Growth Mindset für dich. Nummer eins, kommuniziere mit deinem Gehirn und arbeite richtig mit ihm zusammen. Das heißt so viel, sag dir selber, was du eigentlich willst und benutze dabei die richtigen Worte. Sprache ist so ein starkes Instrument, was wir haben. Und ich glaube, ganz viele unterschätzen das immer, was Sprache eigentlich mit uns macht, nicht nur auf einer bewussten Ebene, auch auf einer unterbewussten. Und wenn du in Bezug auf deine eigene Person, in deinem Self-Talk im Kopf ein starkes und zielorientiertes Vokabular benutzt, dann entwickelst du dich automatisch und unterbewusst in Richtung eines wachstumorientierten Einstellung. Man kann es super gut an einem Negativbeispiel erklären. Und zwar, wenn du super gestresst auf der Arbeit bist und unbedingt gerne mal eine Woche frei hättest und dir die ganze Zeit im Kopf sagst, oh, ich hätte gerne mal eine Woche frei und ich bin so im Stress und es ist alles so viel, bla bla bla. Zack, kriegst du eine dicke Erkältung und liegst eine Woche krank im Bett. Und dein Gehirn denkt sich, ja, du wolltest doch eine Woche frei haben. Hier hast du eine Woche frei. Und du wolltest aber eigentlich gar keine Erkältung haben, weil jetzt kannst du ja gar nichts mehr machen. Und wenn das so rumklappt, dann muss es auch andersrum funktionieren. Und zwar, dass du so positiv kommunizieren kannst, dass dein Gehirn dir zuliebe Möglichkeiten auftut. Zum Beispiel, du musst es so sehen, dein Gehirn macht immer das, was es denkt, was du willst. Und dein Gehirn zieht die Information, was du willst, daraus, was du dir selber eigentlich den ganzen Tag für eine Geschichte erzählst. Also erzähl dir eine gute Geschichte und eine zielorientierte und eine wachstumsorientierte Geschichte und benutze auch das richtige Vokabular, damit auch in deinem Unterbewusstsein angekommen ist, dass du genau das wirklich erreichen willst. Und dann beobachte einfach mal, was passiert. Nummer zwei, sei dein eigener größter Fan. Hat auch mit Sprache zu tun. Und zwar die zwei Wörtchen noch nicht. Wenn du irgendwas nicht kannst, dann füge immer hinten dran noch nicht. Wenn du irgendwo noch nicht bist, dann füge immer hinten dran noch nicht. Das macht schon so viel aus, wenn ich sage, ich habe die Beförderung noch nicht. Ich bin den Sonntagslauf noch nicht gelaufen. Und zwar vermittelt das einfach, dass es noch kommt und dass die Fähigkeiten eigentlich da sind, um es zu machen, aber dass du noch auf dem Weg dich dahin befindest und dass du noch die Arbeit da reinstecken musst, um dahin zu kommen. Aber es macht so viel, weil es schließt es nicht aus. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Also sei dir bewusst, welche Macht die zwei Wörtchen noch nicht haben können. Und mein dritter Tipp an dich, ändere deinen Blickwinkel auf Herausforderungen und Anstrengungen. Dein Leben gibt dir immer, immer, immer die Chance, besser zu werden und zu wachsen. Und zwar anhand von schwierigen Zeiten und Herausforderungen, von Situationen, wo du denkst, hier geht's jetzt nicht mehr weiter und Überraschung, es geht doch wieder weiter. Und immer wenn so eine Situation kommt oder du dich extrem anstrengen musst, um was zu erreichen und dir denkst, boah, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Denk daran, dein Leben hat noch was Besseres mit dir vor und will dich einfach nur mal schön durchschleifen, damit du dann auch dahin kommst.
wo du hingehörst, nämlich an eine bessere Stelle, an einem besseren Punkt in deinem Leben. Und beobachte dich selber mal, wie du über Herausforderungen denkst und push dich selbst Richtung positives Mindset zum Thema Herausforderungen, wenn du merkst, dass du eine Herausforderung als negativ bewertest, weil es gerade so anstrengend ist oder ähnliches. Und mach dir klar, wozu das eigentlich gut ist und mach dir klar, dass diese Herausforderung oder diese Anstrengung super wichtig und entscheidend ist für deinen Weg und für deine Reise und dass es sich lohnt, die Energie da reinzustecken und da durchzugehen. Also nochmal zusammengefasst, meine drei Tipps für dich für ein Growth Mindset ist Nummer 1, kommuniziere richtig und zielorientiert mit deinem Gehirn, sei dein größter Fan und beachte die Worte noch nicht und drittens, ändere deinen Blickwinkel auf Herausforderungen und Anstrengungen ins Positive. Mit diesen drei Tipps hoffe ich, dass du einen super Start ins neue Jahr hast und hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Falls ja, lass mir liebend gerne eine Bewertung bei iTunes da, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich da weiterkomme und noch mehr Menschen mit dem schönen Podcast Share and Grow erreichen kann. Folge mir super gerne auf Instagram, da erfährst du auch immer, wenn was Neues online geht. Und mach dir noch einen schönen Tag, arbeite an deinem Mindset, daran kann man immer weiterarbeiten. Share and Grow, deine Muriel.